Ich finde Demonstrationen wichtig. Sie werden ein besseres Zeichen, wenn da viele Leute sind, natürlich. Aber das ist auch immer nur so ein einzelnes starkes Zeichen. Ich glaube, es ist wichtig, sich da zu engagieren, wo man ist. Also da, wo man lebt, arbeitet, studiert, lernt, rumhängt und sich mit anderen zusammentut. Weil alleine kann man in der Regel auch wirklich nicht so viel erreichen. Man hat ja schon das Gefühl, ne, es ist ja total polarisiert. Ist ja jetzt auch schon seit Jahren im Gespräch, dass irgendwie so die Flügel immer weiter auseinandergehen, rechts und links. Und genau, also das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen, dass man eben genau wieder zusammenkommt, ne, dass nicht jeder für sich in seiner Newsfeed-Ecke nur das hört, was er hören will und sich über die anderen aufregt, sondern dass man eben insgesamt miteinander spricht. Und das ist auch genau das, wenn man zu wenig Meinungen inkludiert, ja, dann dann wird man, egal wie gute Absicht man hat, man wird zwangsläufig bestimmte Aspekte vergessen, ja, bestimmte Gruppen nicht berücksichtigen. Und deswegen muss man eben insgesamt in den Dialog treten. Sonst wird das immer irgendwie einseitig verlaufen. Das ist natürlich ein großes Wort, ein schweres Wort. Also Solidarität heißt für mich vor allem, dass man, also dass die Leute, denen es gut geht, ja, oder die vielleicht einfach ein bisschen mehr haben, als man eigentlich braucht. Ja, da kann man natürlich immer wieder drüber streiten, wie viel braucht man eigentlich, wird ja auch immer drüber gestritten, siehe Hartz IV und so weiter. In meinen Augen deutlich zu wenig, das sagen ja auch viele. Dass jedenfalls die Leute, die dann eben ein bisschen mehr haben, die einfach schon so ein bisschen oberhalb des Durchschnitts sind, ohne irgendeine Gegenleistung einzufordern, auch einfach ein bisschen was abtreten. Ne? Oder dass sie sich, also es muss nicht monetär sein, es kann ja auch sein, dass sie sich engagieren, dass man sich wirklich darum kümmert, irgendwie was zurückgibt.